Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen und ganz besonders liebe Bürgerinnen und Bürger, egal ob mit oder ohne Behinderung. Heute geht es um den vor knapp 2 Jahren beschlossenen Inklusionsplan der Landesregierung. Und Sie fragen sich nun vielleicht, warum ausgerechnet ich mich mit diesem Thema beschäftige und nicht ein im Fachbereich Soziales aktiver Kollege. Sollte das zutreffen, frage ich mal zurück. Wer glauben Sie, könnte besser geeignet mit dem Thema sein als ein Mensch, der nicht nur selbst betroffen, sondern auch im legislativen Prozess mit eingebunden ist? Tatsächlich war es mir ein großes Anliegen, mich intensiv mit diesem Thema zu beschäftigen und aus dieser Doppelrolle heraus dazu Stellung zu nehmen. Denn sonst werden die Betroffenen ja eher selten dazu gefragt. Die Landesregierung hat nun nach nur 23 Monaten es tatsächlich geschafft, den neuen im Juli beschlossenen Inklusionsplan vorzustellen, im Juli 2012. Ich vermute mal, dass sie sich einfach schämt und deshalb mit der Vorstellung dieses Werks so zögerlich war. Natürlich war es vor über einem Jahr, als der erste Termin überraschend abgesagt wurde, die Holzaffäre von enormer Bedeutung. Es mussten ja schließlich die besten Bretter herausgesucht werden, aber fragen Sie mich bitte um Himmels Willen nicht nach deren Verwendungszweck. Und das war ein willkommener Anlass, die Inklusion ins Tagesgeschäft zu inkludieren. Dumm nur, dass in der vorletzten Plenarrunde dann ursprünglich die sogenannten Kompetenzzentren wie Kaninchen aus dem Zylinder auf die Tagesordnung hüpften, denn so hatte ich Gelegenheit, die regierende Koalition an ihr Versäumnis zu erinnern und wurde leise und verstohlen dann die Vorstellung dieses Werkes wieder auf die Tagesordnung gesetzt und der Termin sogar auf den ersten Tag gesetzt. Onise Swokima Le Ponce, es wäre ja wirklich nicht schön gewesen, wenn die Parlamentarier genügend Zeit gehabt hätten, sich mit diesem vergessenen Text auseinanderzusetzen. 23 Monate in all der vergangenen Zeit wäre eine Förderung der Inklusion, vielleicht sogar in Kompetenzzentren, nicht nur möglich, sondern sogar sehr wünschenswert gewesen. Aber da ist dieser wunderschöne Inklusionsplan, naja, eigentlich müsste man ja korrekterweise sagen, dieses wunderschöne Inklusionsmehrheit leider über seine eigenen Füße, besser gesagt Lücken, gestolpert. Wobei man da ja nicht einmal von Lücken reden kann, denn dafür müsste ja erst einmal Substanz vorhanden sein. Der Plan folgt nämlich spurgetreu seinen eigenen Vorgaben. Und das ist eigentlich ein Paradoxon, denn so ein Plan sollte etwas vorgeben. Dieser hier ist jedoch quasi eine verfilmte Tragödie seines eigenen Skripts. Er gibt nichts vor, sondern beinhaltet nur eine schlichte Zusammenfassung von Bestehenden mit neuem Etikett. Etikettenschwindel nennt man sowas wohl im Verbraucherschutz. Denn wenn man es schön färben will, um Etikettierung. Ich habe lange überlegt, womit ich anfangen soll. Mit einer Aufzählung dessen, was in knapp 2 Jahren seit der Erstellung dieses Märchenbuchs alles hätte getan werden können, aber nicht wurde, denn damit, womit sich unsere Landesregierung tatsächlich versucht hat, ja, so etwas gibt es tatsächlich, meine Damen und Herren, aber leider dermaßen daneben gelangt hat, dass ihr Widerstreben, diesen Plan vorzustellen, gut verstehen kann. Aber vielleicht sollte man tatsächlich mal beim Anfang beginnen, den Bedürfnissen der Betroffenen. Hat denn irgendjemand mal diese Menschen befragt, was sie denn für eine funktionierende Inklusion brauchen, was sie von einer funktionierenden Inklusion erwarten? Ich spreche hier von Menschen, nicht von Strukturen, meine Damen und Herren, denn es sind Menschen, die mit ihrer Behinderung leben und zurechtkommen müssen. Nehmen wir mal als Beispiel hier unser Hohes Haus, das ist nicht nur nach den Vorgaben und Strukturen wirklich schon sehr weit, so weit, dass man es durchaus als behindertenfreundlich bezeichnen kann. Behindertenrecht ist es jedoch noch lange nicht. Wie soll sich zum Beispiel ein blinder Mensch in diesem Bau zurechtfinden? Würden jemals Blinde ohne Hilfspersonal hierher eingeladen, weiterhin ohne fremde Hilfe, auch nur mit ihrem Taststock oder dem Führhund auf eine Reise durch dieses Gebäude geschickt? Es gibt ja eine blinde Mitarbeiterin hier in der Telefonzentrale im Haus,
Übrigens der ebenso typische wie klassische Job für Blinde, schon seit Jahrzehnten. Aber auch das ist kein Musterbeispiel für Inklusion, die auch ihren Führhund mitbringen darf. Wurde es jemals um Ihre Meinung zu eventuellen Verbesserungsvorschlägen gefragt? Interessant ist in diesem Zusammenhang übrigens, dass der Antrag unserer Fraktion an den Ältestenrat dieses Hauses als erster Schritt in Richtung Behindertengerecht die Büros in Braille zu kennzeichnen, abgelehnt wurde. Ist das das, was die Landesregierung unter gelebter Inklusion versteht? Und wie gesagt, unser Haus ist aus Behindertensicht durchaus als fortschrittlich zu betrachten. Wie mag es dann erst anderswo aussehen? Inklusion ist mehr als nur der Bau von Rampen in öffentlichen Gebäuden oder das Errichten oder Aufblähen von Strukturen. Inklusion heißt und sollte es auch sein, das Miteinander, das gemeinsame Leben von Menschen mit und ohne Behinderungen aller Art. Behinderte Menschen, das sind Rollstuhlfahrer, Gehörlose, Blinde, sensoral, mental, physisch und psychisch, teilweise auch multiple, beeinträchtigte Menschen, die mit dem normalen Umgang haben sollten. Normaler Umgang fängt im Kindesalter an, theoretisch. Praktisch sieht es aber so aus, dass für unsere Landesregierung und deren Strukturen behinderten Menschen im Kindesalter nicht existieren. Denn der famose Inklusionsplan sieht sie erst gar nicht vor. Pech für Sie. Weiter geht es dann mit der schulischen Inklusion. Diesem Aspekt widme ich nach wie vor noch detailliertere Ausführungen. Zunächst einmal fahren wir mal mit den einfachen Dingen. Inklusion im NRW-Bereich Bauen und Verkehr. Die findet nicht statt. Eine Nullnummer. Egal, ob es sich um den Punkt 4112 Landesbauordnung, um Punkt 4118 Wohn- und Teilhabegesetz NRW oder um den Punkt 446 barrierefreier Wohnraum, alle im Inklusionsraum ausgeführt. Es wird teilweise schon seit Jahrzehnten geredet, aber das ist es dann auch schon. Bei manchen Themenbereichen muss man wirklich nicht nur viele Worte verlieren. Das ist erfreulich. Inklusion im Bereich gemeinsames Leben, dazu gehört auch der Sport. Im Westen nichts Neues. Das ist fast so alt wie der Roman von Erich Maria Remarque. Viele schöne Absichtserklärungen, aber noch nicht einmal eine Zeile, die man auch nur ansatzweise als Ergebnis interpretieren könnte. Ach nein, da hätte ich ja schon beinahe etwas vergessen. Am 24.10.2012 fand laut dem Inklusionsplan ein Fachkongress statt, an dessen Erkenntnis ich durchaus auch interessiert gewesen wäre, aber leider jedoch auch dazu nichts gefunden habe. Hat der Behindertensport in NRW in den letzten Jahren in irgendeiner Form eine zusätzliche, nicht durch den Inklusionsplan initiierte Förderung erfahren? Mir ist nichts dazu unbekannt. Kommen wir nun zu dem Punkt schulische Inklusion. Hier und nur hier sind tatsächliche Aktivitäten unserer Landesregierung feststellbar. Im Oktober vergangenen Jahres wurde das Inklusionsgesetz beschlossen. Meine Kollegin Monika Pieper hat sich ja dadurch auch bereits ebenso kritisch wie konstruktiv geäußert. Leider jedoch ohne Erfolg. Das Ergebnis ist ein komplettes Fail mit verheerenden Auswirkungen für die Betroffenen. Aber lassen Sie uns auch hier bei den Bedürfnissen der Betroffenen beginnen. Wurde jemals gefragt, ob die Eltern behinderter Kinder überhaupt ihren Nachwuchs in Regelschulen schicken wollen? Nicht, dass ich wüsste. Teilweise wollen sie das ja sicher. Dieser Tage ging ein Fall aus Baden-Württemberg durch die Presse, in dem die Eltern ihr behindertes Kind auf dem Rechtsweg in eine Regelschule einklagen wollen. Ob das immer der richtige Weg ist, bleibt dahingestellt. Sozialdemokraten wie Grüne frönen hier in NRW jedoch ungeniert ihrer alten missionarischen Nanny-Tradition. Wir wissen, was für dich, Bürger, gut ist. Und da es nicht so direkt sicht- und spürbar ist wie ein Veggie-Day, gibt es auch hier keinen Aufschrei.
Wie viele Eltern gibt es denn, die entsetzt sind darüber, dass Förderschulen, die ihren Namen Ehre machen und dem behinderten Nachwuchs bestmöglich auf das Leben nur hier beschlossen halten, da ja alles inkludiert wird. Werden heute behinderte Kinder weniger gehänselt als in x Jahrzehnten? Nicht, dass ich wüsste. Aber das soziale Klima wird insgesamt rauer und daher ist eine gesunde Abhärtung in jungen Jahren sicherlich sinnvoll. Entschuldigen Sie bitte meinen unechten Zynismus, die allerdings nur leicht überzeichnete Darstellung, aber diese Form sozialer Kälte unter einer Landesregierung, die sozial in ihrem Namen trägt, ist für mich unerträglich. Nach dem neuen Gesetzeswerk, welches spätestens für das kommende Schuljahr Anwendung finden soll, die Regelschule auch für Kinder, die sonderpädagogische Betreuung brauchen, der Regelförderort. Dort sollten Sie an eigene Bildungsabschlüsse herangeführt worden werden, wenn Sie die Lernziele der regulären Unterrichtspläne nicht erreichen. Neu an dieser Regelung ist jedoch nur, dass das nunmehr in der Regelschule geschieht, dass die Regelschulen in keiner Weise, weder personell noch finanziell, auf diese Aufgabe vorbereitet sind. Dies zeigt plakativ ein aktueller Fall des Verwaltungsgerichts Düsseldorf mit dem Aktenzeichen 19K469-14, der es bis in den Spiegel geschafft hat. Ob dies ein Einzelfall bleiben soll, wird sich jedoch noch zeigen. Für die betroffenen Eltern ist dies sicherlich kein Trost, dass eine Landesregierung in Amthaft für eine verkorkste Gesetzung nehmen können, aber ich halte das zumindest für zweifelhaft. Verstehen wir uns richtig, Inklusion ist dringend nötig. Viel zu lange wurden Menschen wie ich ausgegrenzt. Aber Inklusion ist kein Spielplatz für Experimente auf Kosten der Betroffenen. Die haben nämlich schon genug zu kämpfen. Und hier kommen wir noch zu den Strukturen. Wofür sollen denn Strukturen gut sein, wenn sie den Bedürfnissen der Betroffenen nicht gerecht werden? Aber das, was die Regierung bisher vorgelegt hat, ist lediglich eine riesige Montgolfiere, eine Aufblähung von bürokratischen Strukturen ohne jeglichen effektiven und damit praktischen Nutzen. Wolle man behinderte Menschen tatsächlich in das Alltagsleben einbinden, auch inkludieren, ginge das ganz einfach. Da brauchten dann nur alle Entscheidungsträger mal 4 Wochen mit einem der Betroffenen leben. Das könnte man wunderbar in den anstehenden Parlamentssommerferien arrangieren. Aber dann wollen Sie begriffen haben, wo die tatsächlichen Probleme stecken. Und hier würde es sicherlich auch im Bereich der Inklusion sehr schnell einiges bewegen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Bürgerinnen und Bürger, ich mache jetzt hier erst einmal Schluss und sage vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Fricke. Und nun spricht für die Landesregierung Herr Minister Schneider.